Ja, komm. Los geht's. Und hopp. Hopp. Mit einem Satz direkt nach draußen. Apollo? Tja, keine Ahnung. Apollo? Apollo, müdes Kätzchen. Will lieber hier spielen. Soll ich dir noch irgendwas da reinwerfen, womit du spielen kannst? Guck mal das hier. Ja, da passt du ja gar nicht durch, ne? Musst du dir ein größeres Loch suchen. Und? Ja, da hast du's. Schön. Na gut. Apollo mag den Teppich. Das ist doch schon mal gut. Genug gespielt? Möchte Apollo jetzt rausgehen? Na komm. Na komm. Ja, was denn? Was hast du da? Sei vorsichtig. Fall nicht runter. Ja, der Garten sieht bei uns sehr, sehr schlimm aus. Marcel hat sich gestern ein paar unserer YouTube-Videos reingezogen und sagt so, boah, nee, das kann ich mir nicht angucken. Das sieht so furchtbar aus. Ja, das stimmt schon. Das sieht wirklich nicht so cool aus. Oha, gestern scheint es wohl sehr windig gewesen zu sein. Und ich so, ja, aber guck mal, das ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht für immer so. Na, das kommt weg, das kommt weg. Die Blumen werden eingepflanzt, wird wieder grün. Sobald alles fertig ist, sieht das aus wieder, sieht das wieder gut aus. Aber ja, klar, jetzt momentan fühlt sich nur dieses Schweinchen hier wohl. Ja, mein kleines Schweinchen. Ja, du. Und dieses Kätzchen da? Sieht einfach gut aus. Kosmos. Apollo ist reingerannt. Kosmos saß auf dem Kratzbaum. Kosmos springt runter. Apollo erschreckt sich. Manu, habe ich nicht aufgenommen. So, jetzt gibt es erstmal Fressi, obwohl die Katze ist echt böse waren. Besonders dieses Kätzchen war richtig böse. Ist wieder abgehauen. Habe ich genau gesehen. Habe ich direkt zurückgeholt. Ja, du. Und jetzt? Ja, was ist das hier für ein buschiges Schwänzchen? Hä? Deiner? Jetzt geht's erstmal nicht raus, weil du böse warst. Geht erst wieder raus, wenn ich die Stelle gesichert habe. Ja, was? Habt ihr euch wieder gestritten? Wegen einem Stinkekissen? Und wer hat gewonnen? Du? Deswegen ist Apollo weggelaufen? Oder hat er dich verprügelt? Und deswegen beschwerst du dich gerade? Stimmt nicht? Nein? Soll ich mal Apollo fragen? Der sagt bestimmt was anderes. Guck, da kommt er wieder. Hier. Er liegt wieder auf deinem Teppich. Und benutzt bestimmt auch gleich deine Stinkekissen. Ich sag's dir. Geh das mal lieber nochmal kontrollieren. Willst du nicht? Na gut, wie du willst. Oh. Willst du mir gerade zeigen, dass ihr euch vertragen habt? Ja, aber ich sehe an deinem Schwänzchen, dass dir das gar nicht passt, dass Apollo neben dir liegt. Wenn du aufhören würdest, damit zu wackeln, würde ich dir vielleicht noch glauben. Aber so glaube ich dir gar nichts. Nee, brauchst du nicht so zu gucken. Apollo. Apollo findet es auch nicht so cool, dass Cosmo sich direkt daneben gelegt hat. Wie süß. Jetzt tut er so, als wäre er eingeschlafen. Ist er aber nicht. Oh. Apollo, umarm deinen Bruder. Kaputt gespielt. Ne?
Jetzt seid ihr müde, kleine Babys. Ja, schlaf weiter. Du bist aufgewacht. Ich sehe es. Aber ich kann momentan nicht mit dir rausgehen. Ich muss hier Wäsche machen, siehst du doch. Oder? Ja, dann warte. Hör auf, mir dein Po ins Gesicht zu halten. Ja, und mach die Sachen nicht kaputt. Apollo, sag ihm was. Ja, das geht so nicht. Ich weiß, du möchtest raus, aber dann darfst du auch nicht abhauen. Komm, wir gucken mal, wo du durchgeschlüpft bist, dann machen wir die Lücke zu und versuchen es nochmal, ja? Ja? Sag, nee, der Plan gefällt mir nicht, ich wollte doch abhauen. Na, das sieht man aber selten, dass Cosmo unten ist und Apollo oben. Normalerweise ist es andersrum. Ja, jetzt schlagen die sich gegenseitig mit den Hinterfüßen die Köpfe ein. Vorsicht, nicht ins Auge. Oh. Ich habe dann immer Angst, dass die sich ins Auge treffen. Bis einer weint. Habt ihr auch mal vor, aufzuhören, euch zu streiten? Apollo sieht so witzig aus. Niemals hätte ich gedacht, dass sie diesen Spieleteppich so gerne bespielen würden. Wer von euch hat gefaucht? War das einer von euch gerade? Wer hat denn hier so geknurrt? Apollo, warst du das? Oder war das Cosmo? Das hat sich aber echt gefährlich angehört.